Promi-Geflüster, Liebe, Lust und Hexenschuss. Aber ich glaube, der Hexenschuss ist schon wieder vorbei. Es geht alles wieder gut. Das musst du ihn fragen, ob er den noch hat. Ich hatte keinen. Also Lou und Gedeon. Ja. Schöne, nette Geschichten, die ihr da erzählt habt. Also wir haben es jetzt endlich mal erleben dürfen. Wir haben ja darüber berichtet, letztes Jahr schon beide euch im Interview gehabt. Und jetzt live, endlich mal wieder vor Ort. Sonst machen wir alles. Hat ja lange gedauert, ne? Sonst machen wir nach wie vor immer alles noch aus dem Studio sozusagen. Wie war es für euch? Ja, genau. Ah, das hat sich ja verzögert. Ich verstehe, ja. Genau, wie war es jetzt für euch hier in Stuttgart? Ja, Stuttgart ist natürlich für mich fast Heimspiel. Ich habe ja in Geislingen eine Zeit lang gelebt und Stuttgart ist eine tolle Stadt. Ich bin gerne hier. Ich bin auch gerne im Friedrichsbautheater. Wie viele wissen, das sieht man auch an den Gästen, bin ich auch oft hier. Also einfach nur schön. Ja. Und für dich Premiere sozusagen hier im Friedrichsbau? Für mich eine völlige Premiere, aber herrlich. Ich mag ja dieses Varieté-artige, wo die Leute auch essen können. Es ist natürlich irgendwie gemütlicher als in einem normalen Theater. Das zeugt schon für eine ganz eigene Stimmung. Auf alle Fälle, ganz genau. Ja, jetzt habt ihr natürlich das Stück. Gibt es weitere Vorstellungen noch? Wo seid ihr noch unterwegs? Wir sind jetzt morgen in Schorndorf und übermorgen in, wie heißt das, Waldfischbach, Burgalben. Wenn es falsch ist, bitte nicht erschlagen. Ungefähr so heißt es. Klingt und, gut, aber ich... Und dann warten wir auf den Herbst auf die nächsten Termine und okay. Die sagen wir natürlich erst, wenn sie fest sind, das ist klar. Ja, also wie gesagt, am Anfang habt ihr euch dann ja wirklich tolle Sachen da um die Ohren gehauen. Ja, wieder, heim, ne? Wieder heim, ganz genau. Alles aus ihrer Feder, deswegen, also sie hat das, die Komplimente gehen alle an sie, ich trage es nur vor. Aber wie es dann im zweiten Teil weitergeht, das muss man unbedingt dann selber schauen, da wollen wir nicht zu viel verraten. Aber ich sag mal, es lohnt sich auf alle Fälle, schaut rein, schaut vorbei, wann auch immer Liebe, Lust und Hexenschuss irgendwo auf dem Plakat steht. Vorbeischauen. Die beiden sind wirklich toll, sie bringen es toll rüber. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ciao. Wir Danke. Freuen uns auf euch. Gut, sehr schön. Prima. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.